auf die dunkle Seite. Ich werde dich lehren und du wirst stärker. Stärker, als du es jemals sein könntest. Niemals! Dann hier. Ja, das war eine recht lustige Geschichte. Wir hatten in der Schule eine Spielstunde. Und der Christoph und ich haben halt über Star Wars geredet miteinander. Keine Diskussion, die muss halt hier wieder haben. Ja, so Standarddiskussion einfach. Und irgendwie sind wir dann so auf die Idee gekommen, so, ja, es wäre doch cool, wenn wir einen Star Wars Film drehen. Ich bin so, ja, aber es wird sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Aber wir haben uns davon irgendwie nicht abhalten lassen, weil wir wollten das einfach machen. Und so ist es dann wirklich passiert. Du beantwortest das Erste? Nein, wir beantworten beide das Erste. Also, der Chris und der Philipp haben eben dieses Filmprojekt machen wollen und haben eben Schauspieler gebraucht und haben dann uns gefragt, weil wir eben in der Klasse von denen sind und wir wollten denen einfach dann helfen. Ja. Also ich war eigentlich, wie ich von dem Projekt erfahren habe, war ich immer ziemlich beeindruckt, wie der Christi erzählt hat, zum Beispiel, dass sie da auf den Teufelstein rauffahren und da extra rauffahren in einer Dreiviertelstunde und was für einen Aufwand die da eigentlich reingesteckt haben, weil ich mir das am Anfang nicht gedacht habe. Ich habe halt gedacht, das wird so ein kürzerer Film, der jetzt nicht so aufwendig gemacht ist. Und während den Arbeiten habe ich dann halt immer mehr mitgekriegt, weil der Christi mir halt erzählt, ja, da waren sie jetzt dort oben drehen das ganze Wochenende und was für ein Kamera-Equipment er jetzt alles gebraucht hat. Und das hat mich eigentlich immer ziemlich beeindruckt, wie professionell das gemacht worden ist. Okay, also ich mache am Set direkt, mache ich eben die Kamera plus eben die Regie und eben das so ein bisschen rundherum organisieren. Mache mit Philipp gemeinsam eben die Regie, er hilft mir da auch immer. Also es ist immer recht praktisch, wenn man einen zweiten hat, der dann drauf schaut nochmal und schaut, ob alles passt. Und was ich sonst so mache, ist eben generell mit dem Philipp eben auch gemeinsam die Produktion und das Komplette von Anfang bis Ende mit dem Video. Also dem Drehbuch, den Charakter entwerfen, die Story, das Casting und so weiter, bis hin zum fertigen Film, bis zum Upload auf YouTube, bis man auf meiner Website auf YouTube, wo auch immer, anschauen kann. Also ich bin, wie schon gesagt, auch zuständig für die Co-Regie und speziell zuständig eben für die Filmmusik von diesem Film. Und ich spiele auch in diesem Film den Kinder Warsim. Das würde ich lieber lassen. Sozusagen den Jedi-Meister. Der weise Jedi-Meister, der sozusagen seinen Schüler mitnimmt auf eine Mission. Warum ist jemand mit dem Thron zweifeln? Weil das nicht zum Verhalten der Jedi gehört. Wir wollen den Krieg verhindern. Ich habe in erster Linie einmal die Schwerter angefertigt, sprich in meiner Werkstatt auf einer Drehmaschine von Aluminium, von einem massiven Aluminiumstück die Schwerter rausdreht. Und dann verfeinert mit Carbonfolie und Leder und so, also eben die Lichtschwerter. Und dann bin ich am Set bin ich Domann gewesen und habe die Atmos gemacht, habe den Ton abgenommen grundsätzlich und habe mich auch ums Equipment gekümmert. Ja. Du bist schwach. Dein Kampfstil ist schlampig. Also ich war so da die dritte Hand von Chris ungefähr zum Sagen. Also ich habe die Klappen gemacht immer und ich war der Drone Operator, also für die Flugaufnahmen zuständig. Das war eigentlich immer voll lustig. Ab und zu hat es mir auch zu helfen, wenn die Schauspieler extrem aufgebraucht und lang gebraucht haben bei den Szenen. Also ich habe keine Ahnung, eine Szene, glaube ich, 30 Takes machen können. Aber sonst war es eigentlich immer voll lustig, also die Leute waren voll gut drauf immer und ja. Na, Bren, hast du unseren Informanten gefunden? Ja, so in etwa. Ich spiele die Hauptrolle, Bren. Der ist Padawan, der vom Kindor trainiert wird. Und er ist sehr anstrengend. Er ist stur und eigensinnig. Auf Utapau warst du viel zu hektisch und hast riskant reagiert.
Das hätte schief gehen können. Hätte schief gehen können. Hätte, hätte, hätte. Es ist immer das Gleiche mit euch. Und... Aber das passt eh, weil das kann ich spielen. Ich bin der Sif, der Bösewicht, der Dark Stark, und ich versuche die Hauptrolle in Bran in zur dunklen Seite zu bekehren. Komm auf die dunkle Seite. Ich werde dich lehren und du wirst stärker. Stärker als du es jemals sein könntest. Also, wie gesagt, ich habe am Anfang die erste Szene im Film, ist ein Funkspruch zwischen dem Jedi-Rat und dem Jedi. Und da übernehme ich eine Stimme von einem Mitglied vom Jedi-Rat. Chris und Philipp, das ist eigentlich super gewesen. Sie haben sich um alles gekümmert. Es war anstrengend. Aber sie haben es geschafft, dass wir halt nicht komplett versagen und nichts machen. Aber ja, sie haben ihre Arbeit gut gemacht. Finde ich auch. Also die Rollenverteilung, würde ich sagen, passt sehr gut. Ja, der Chris, er filmt sowieso gern und hat gern was mit ihm zu tun. Bei ihm weiß man einfach, dass er das gern macht und auch gut macht. Und bei Philipp war es neig, dass er mit dem Film machen auch was zu tun will. Aber ich finde, sie haben super gemacht, das Drehbuch finde ich auch voll okay. Klappen Sie das? 10-9 Fragments. Und bitte! Ja, die Crew war super. Also, wir haben eigentlich Schlimmeres erwartet. Also, weil wir wirklich mit Leuten zusammengearbeitet haben bei diesem Projekt, die noch nie was im Bereich Filme machen, also noch nie Erfahrung gesammelt haben in diesem Bereich. Und wir haben uns wirklich Schlimmeres erwartet, aber es ist im Endeffekt super gelaufen. Ich habe am Anfang ein paar Probleme gehabt, sozusagen mich darauf einzustellen, dass die Leute keine Erfahrung darin noch haben, aber im Endeffekt hat es super funktioniert. Ja, also wie der Philipp schon gesagt hat, also wir haben echt Schlimmeres erwartet. Wir haben zuerst wirkliche Bedenken gehabt mit der Crew, ob das funktioniert, wegen Motivation, ob die alle gescheit mittun, weil sie es ja alle Non-Profit machen und auch unbezahlt machen und eigentlich freiwillig machen. War auch eben die Frage, machen sie, hängen sie sich da genug rein oder sind sie unbeteiligt, machen irgendwas, keine Ahnung. Hören nicht auf das, was der Philipp und ich sagen, wenn wir jetzt sagen, gut, wir drehen die Szene, dann machen sie irgendwas anders. Hat aber dann wirklich gut eigentlich funktioniert, waren alle voll motiviert, bis auf natürlich beim Hinfahren, wir sind recht früh losgefahren. Naja. Also sind eine Stunde zum Drehort gefahren, dann haben wir mit dem ganzen Equipment, mit Rucksäcken, mit Koffern rauf zum Teufelstein wandern müssen. Das hat nochmal eine Dreiviertelstunde gedauert, aber sonst... Das war wirklich anstrengend für alle. Ja, da war dann die Motivation ein bisschen im Keller, aber sobald wir dann oben waren, aufgebaut haben, dreht haben, hat eigentlich wirklich super funktioniert. Das hat auch reibungslos eigentlich. Ja genau, auch die Wanderer, die oben waren, waren eigentlich voller Verständnis, weil ja. Das ist ja so ein Wanderziel, da kann man rauf wandern. Also hat jetzt nicht so weit, nur dreiviertel Stunde zum Gehen oder 40 Minuten. Ein paar Ereignisse haben wir schon gehabt, zum Beispiel beim dritten Drehtag. Auf welches YouTube muss ich dann klicken, dass auf ich sehe? Das YouTube. Was? Nicht YouTube? Doch, schon auf YouTube. Weil ich weiß, wie oft es war. Eine Website, www.cs-video.com. Okay, und dann drehe ich gleich dann. Ja. Genau, aber wird erst nach Silvester oder so online sein. Macht nichts, ab und zu klicken wir da drauf. Ja, das stimmt. Was geht von, wie sagt man da, zappen, zippen, ist wurscht. Ja, wir trinken. Ja, genau. Ob es einen ganz guten Clip dabei? Mhm. Ja. Und ich hoffe, der gehört auch. Das hat es hundertprozentig rein. Da habe ich mir einen Moment lang wirklich gedacht, so, okay, nein. Ja, aber im Großen und Ganzen waren die echt voll verständnisvoll. Und wenn wir gerade, also auf den Sequenzen, wo eben am Fels oben gerade gedreht worden ist, ist es so, dass man, dass da keiner rauf hat können, weil viele Leute gehen rauf auf den Fels und machen ein Foto. Und entweder von unten oder von sich oben. War aber so, dass wir dann gesagt haben, ja okay, wir drehen jetzt schnell und die Luft dann rauf, das ist überhaupt kein Problem. Und das hat eigentlich immer funktioniert. Die waren ziemlich alle verständnisvoll, haben gefragt, wo wir den Film finden, wie sie wir dann anschauen können, wann der rauskommt. Genau. Immer. Das war super. Es haben sogar ein paar Leute, Wanderer mit Schauspielern Fotos gemacht. Ja, das war. Und ein paar haben sogar mit der anderen Crew, also mit dem Andreas, war einer, der hat so voll interessiert an der Drohne. Mit ihm drüber geredet. Mhm.
Ja, also war ein super Drehort. Keine Probleme. Bitte. Ich nehme mit, dass es ziemlich lustig sein kann am Set und dass es ziemlich interessant ist auch. Das Beste, was ich in der Zeit erlebt habe, war eigentlich, dass man sieht, wenn man in einem Team arbeitet, was man da eigentlich aufstellen kann für ein Projekt und was für einen immensen Aufwand, das man betreiben kann, was einem allein vielleicht schwerfällt, aber in einem Team einfach so viel leichter geht und viel mehr Spaß macht. Und ich glaube, es ist einfach grundsätzlich, wie schon erwähnt, die Teamarbeit. Also ich finde, das Beste war einfach, dass man die Entwicklung sieht vom Film, dass man anfangen mit dem Drehbuch, wie das angefangen hat, mit den Szenen besprechen, dann noch am Set mit den Aufnehmern und dem Ganzen und zum Schluss, dass man die fertigen Szenen sieht und auch wirklich merkt, das ist was Cooles geworden draus und das wirklich so geworden, wie man es vorgestellt hat. Naja, was ich mitnehme aus der Zeit, es ist extrem praktisch, mit jemandem gemeinsam das zu machen. Ich habe das bis jetzt meistens immer eher allein aufgezogen. Hin und wieder hat mir jemand geholfen, aber er hat dann eher mehr einfach nur geschauspielert oder hin und wieder einfach nur das fertige Video angeschaut, wie auch immer. Aber jetzt so wirklich mit jemandem das gemeinsam aufzuziehen, wo wir jetzt beide, sagen wir mal, gleichberechtigt waren von den Meinungen her, wir haben das beide immer diskutiert und geschaut, ja, wenn er eine Idee gehabt hat, hat er es dem anderen vorgeschlagen, wenn sie gut genug war, haben wir es verwendet, verwertet. Ja, es war echt praktisch zusammenzuarbeiten, hat mich auf Ideen gebracht, auf die ich allein nie kommen wäre zum Beispiel. Oder seine, ja, es ist einfach extrem praktisch, wenn ich bei der Nachbearbeitung zum Beispiel ein Video fertig geschnitten habe und er schaut es an und er deckt Fehler, die mir nie auffallen würden, weil er quasi als Unbeteiligter, er war nicht beim Bearbeiten dabei, hat es keine 100 Mal gesehen und schaut es einmal an und sieht, ah, das passt doch nicht ganz, da muss noch wieder was ändern, dann ändere ich es. Und beim Christoph ist es halt, dadurch, dass er schon Erfahrung gehabt hat in dem Genre, dass zum Beispiel, wenn ich mit einer Idee gekommen bin, er schon gewusst hat, okay, das könnte man in diesen und diesen mit diesen Methoden verwirklichen oder geht das überhaupt, was braucht man dafür? Sozusagen, da haben wir uns wirklich super ergänzt, da haben wir einfach ja, es ist wie ein Puzzle. Genau. Es hat einfach gepasst. Also es hat einfach echt gepasst. Vor allem wenn man, ja, es ist einfach, wenn man zwei Gehirne hat zum Denken, die Ideen, kreative Ideen bringen, ja, mehr Rechenleistung, genau, die bringen, also kommen mehr Ideen. Und man kann aber auch besser schlechtere Sachen ausschließen. Also man muss sich zwar hin und wieder einigen. Genau. Das ist ein kleiner Nachteil, weil wenn man alleine ist, kann man einfach sagen, ja, ich mach's jetzt so. Und gemeinsam muss man ein Bild auf den anderen auch schauen, aber im Großen und Ganzen ist es eine wesentliche Erleichterung. Also bei der Zusammenarbeit habt ihr euch nicht gestritten, oder? Nein, gestritten also haben wir uns nie. Wir haben natürlich diverse Diskussionen gehabt, aber die waren alle immer in gemäßigter Tonlage, ja. Weil wie immer trotzdem den gemeinsamen Ziel irgendwie trotzdem immer die gleiche Vision von unserem Ziel gehabt haben. So konkret ist jetzt noch nichts in Aussicht. Also so wirklich, wir haben zwar einige Ideen, die uns im Kopf herumschwirren und es wird auf jeden Fall definitiv wieder ein gemeinsames Projekt sein. Ja, das wird's. Aber so konkret haben wir jetzt noch nicht, was wir als nächstes machen. Aber es kommt was. Seid gespannt.